Kapitel 16. Latias. Der Eindringling in der Finsternis. Eine letzte Nachtruhe verbrachten wir in Silberdorf. Es war glücklicherweise einfach, alle unterzubringen, da all die Häuser meiner Freunde noch frei standen. Vor allem die ehemalige WG wurde ein weiteres Mal bewohnt. Ein inzwischen wirklich ungewohntes Bild. Sowohl die Familie rund um Shinux und Bulbi als auch Ivy und Spark richteten sich dort ein. Was Olaf getan hatte, wusste ich ehrlich gesagt nicht. Ich hatte mich zur Ruhe begeben, bevor der irgendwelche Andeutungen in die Richtung gemacht hatte. Es war noch relativ früh am Morgen, als sich alle die, die in die dunkle Welt reisen würden, versammelten. Wie kommen wir von hier aus jetzt genau in die dunkle Welt? Du hast ja etwas von einem Portal am Grund des Sees geredet. Wie kommen wir denn dahin? Es kann etwas riskant sein, wenn man zögert. Ihr müsst von der Klippe des Hügels springen und euer Momentum vollständig mitnehmen. Unter Wasser ist eine kleine Höhle, in der das Portal ist. Und was genau müssen wir beachten? Wie finden wir die Höhle? Solange ihr genug Schwung habt, ist das kein Problem. Einfach nicht zögern, dann geht alles klar. Ich merkte bereits, dass Funkenherz ziemlich beunruhigt von dem Gedanken war, einfach ein Cliff herunterspringen zu müssen. Funkenherz, du kommst am besten mit mir. Ich kann fliegen, ich schaff das mit dem Schwung einfach. Halt dich einfach an mir fest, den Rest übernehme ich, gut? Es war offensichtlich, dass sie von meinem Vorschlag erleichtert war. Ja, danke. Ich gehe als Letztes. Sollte irgendjemand Probleme bekommen, kann ich helfen. Für mich selber wird das ja genauso wenig ein Problem wie für Latias. Ich merkte, dass Hydrupi und Olaf offensichtlich, ohne sich zu verabschieden, bereits abgereist waren. Auch wenn mich das etwas verwirrte. Eigentlich war so etwas wirklich nicht Hydropis Art. Aber etwas daran ändern könnte ich jetzt nicht. Und so nutzten wir nach und nach alle das Portal. Glücklicherweise gab es hierbei absolut keine Probleme. Alle nahmen unseren Rat ernst und hatten den nötigen Schwung, weshalb alle das Portal erreichten. Funkenherz wirkte zwar ziemlich aufgeregt, hielt sich dadurch aber nur noch besser fest. Und so standen wir schließlich alle zusammen am Eingang in die dunkle Welt. Außer Funkenherz und Spark waren alle von uns schon einmal hier gewesen. Doch was sich für uns bat, war für uns alle neu. Diese einst zerstörte und leblose Welt, sie schien zu heilen. Stellenweise sahen wir gesunde Pflanzen, die den Boden bedeckten. Die markanten roten Wolken waren verschwunden und der Himmel wirkte normal. Der Name Dunkle Welt schien für diese Welt einfach nicht mehr gerechtfertigt zu sein. Shinux' Reaktion auf diesen Anblick war jedoch wohl unerwarteter als der Anblick selber. So sieht dieses Reich inzwischen aus. Das Reich, das Vater einst regierte. Vor allem Bulbi sah ihren Partner extrem verwirrt an. Doch bevor jemand seine Aussage hinterfragen konnte, sprach eine Stimme hinter uns. Ja, das stimmt. Dieses Land stand einst unter der Kontrolle der Wächter und dein Vater war ihr Anführer. Hinter uns an den Umrissen lehnte Black. In den Schatten sah ich auch seinen Freund Dark, zumindest in Umrissen. Ihr seid also wirklich aufgetaucht. Shinux schien seine eigene Aussage bereits völlig vergessen zu haben und konzentrierte sich stattdessen auf sein Gegenüber. Du hast uns also wirklich um Hilfe gebeten. Du hast Glück, dass wir so großzügig sind. Ihr habt keine große Wahl, wenn ihr nicht auch eure eigene Welt gefährden wollt. Und glaub mir, ich hätte auch nicht gedacht, dass wir uns hier so wiedersehen würden. Hätte ich eine andere Möglichkeit gesehen, dann hätte ich euch definitiv nicht gefragt. Aber zurück zum Thema. Ihr habt ja tatsächlich einige Pokémon angesammelt in der Zeit. Aber wo ist denn das Hydropi? Das sind doch nicht alle eure Wächter. Wir sind alle, die wir in der Zeit versammeln konnten. Hydropi wird zusammen mit einem anderen Mitstreiter bald nachkommen. Natürlich nur, wenn wir den Krieg bis dahin nicht gewonnen haben. Sei mal nicht so übermütig. Ihr wisst nicht, wer der Feind ist. Ich meine, nicht als wüsste ich es richtig. Aber egal. Wir haben die abgemachte Zeit geschindet. Heute Mittag erwartet das Wesen uns zum Bericht. Ihr kommt mit uns, versteckt euch aber erst. Dann seht ihr, wen ihr vor euch habt. Auch wenn ich nicht verstehe, wieso ihr selbst Kinder mit in diesen Krieg mitnehmt. Versteht ihr, was hier los ist? Wir waren schon in größeren Kriegen, als du dir je vorstellen könntest. Also versuch nicht, uns etwas zu erklären. Wir wissen selber, was wir tun können und müssen. Eure Sache, aber gebt uns nicht die Schuld, wenn etwas passiert. Trotz unserer gezwungenen Zusammenarbeit war die Stimmung zwischen den beiden Fronten offenbar sehr angespannt. Daher endete der Dialog an dieser Stelle und wir warteten bis zum angekündigten Mittag.
Dark und Black führten uns zu einer Lichtung in einem nachgewachsenen Wald und wiesen uns an, die Büsche und Gräser als Verstecke zu nutzen und dabei ja keinen Ton zu machen. Das Wesen sollte ihrer Ansage nach bald auftauchen. Und tatsächlich drängte sich bald eine Gestalt mit einer mächtigen Aura aus den Schatten. Aber nicht irgendeine Gestalt. Olaf hatte uns gesagt, dass Günthers Verschwinden vielleicht mit den Problemen in der dunklen Welt zusammenhinge. Und hier zeigte sich, dass er recht hatte. Ihr beiden, habt ihr endlich neue Informationen aus der Wurzelwelt? Heute haben wir tatsächlich etwas gehört. Anscheinend wurden keine Pokémon evakuiert. Doch die Wächter scheinen ihre Welt verlassen zu haben. Verlassen? Fliehen sieht ihnen nicht ähnlich. Du bist dir sicher, dass du mir die Wahrheit sagst? Es ist wahr. Sie sind nicht mehr in ihrer Welt. Wir sind uns sicher. Unfassbar. Sie geben ihre Welt doch nicht einfach auf. Ihr könnt nicht die Wahrheit sagen. Sagt mir die Wahrheit. Das tun sie. Es war offensichtlich gewesen, dass Lord Ecke nicht lange stumm bleiben könnte. Nun, wo das Wesen von unserer Anwesenheit wusste, war auch Verstecken sinnlos. Wir sind nicht in der Wurzelwelt, um uns das Problem selber anzuschauen. Und was finden wir? Dich? Dich? Ihr kennt euch! Natürlich tun wir das, du Versager! Seid ihr verantwortlich für ihr Auftauchen? Was, wenn wir das sind? Überraschend ist es nicht. Getraut habe ich euch ohnehin nie. Wir dir aber! Was zur Hölle machst du hier, Günther? Das geheimnisvolle Wesen, der Eindringling aus dem Turm der Götter. Günther war nicht in seiner Welt gewesen, da er hier war. Doch weshalb? Ich konnte es mir nicht erklären. Wonach sieht es denn aus? Ich tue, was nötig ist. Und dabei standet ihr mir im Weg. Du bist nicht Günther, stimmt's? So leicht kannst du uns nicht reinlegen. Wer soll ich sonst sein? Ihr kennt mich. Eben, wir kennen Günther. Und du bist definitiv nicht Günther. Günther schien sehr genervt von unseren Einsprüchen zu sein. Glaubt ihr doch, was ihr wollt. Ich gehe. Hier ist weder die Zeit noch der Ort für einen Kampf. Mit diesen Worten verschwand er einfach ins Nichts. Wir standen alle wortlos auf der Lichtung. Vor allem Black wirkte schockiert. Ist das euer verdammter Ernst? Ich dachte, ihr seid Helden und Krieger. Und jetzt sagt ihr mir, dass dieser Typ, der euch eigentlich anführt, dieser Kerl da ist. Ihr bekommt ja offensichtlich gar nichts auf die Reihe. Was können wir dafür? Wir machen uns jetzt auf und finden die Wahrheit heraus. Und dabei lösen wir euer Problem, also beschwer dich nicht. Doch ich beschwere mich. Ihr seid offenbar einfach unfähig. Und ich werde das Schicksal dieser Welt definitiv nicht in eure Hände legen. Ich habe es von Anfang an gesagt. Der Einzige, der fähig ist, diese Welt zu retten, ist Meister Darkrai. Wir müssen die Wächter finden. Mit ihnen können wir Darkrai vielleicht zurückholen. Nein, ich habe es von Anfang an gesagt. Ich werde nichts unterstützen, was Darkrais Rückkehr involviert. Das ist mir scheißegal. Wenn ich das muss, dann gehe ich alleine. Zum ersten Mal mischte sich auch der andere Bewohner der dunklen Welt ein. Überraschenderweise stand er aber anscheinend tatsächlich auf unserer Seite. Wir sollten uns, glaube ich, besser an sie halten, Black. Glaubst du wirklich, dass wir zu zweit irgendwas ausrichten können? Und irgendwas muss ja dahinter stecken, dass sie den dunklen Magier und den Hoffnungsbringer schlagen konnten. Also willst du dich jetzt auf ihre Seite stellen? Ein Haufen Versager ist das mehr nicht. Wenn es sein muss, dann gehe ich alleine. Ich werde die Wächter finden. Ohne auf eine Reaktion zu warten, ging er einfach. Das Gengar sah ihm etwas unschlüssig hinterher, blieb jedoch. Wenn er seinen eigenen Weg gehen will, dann muss er das tun. Aber wir werden diesen falschen Günther finden und besiegen. Und das müssen wir ohne Unterbrechung machen. Aber sollten wir nicht irgendwas machen, wenn der Kerl wirklich diesen Darkrai zurückholen will? Er wird es nicht schaffen. Man kann Darkrai nicht ohne überirdische Kraft zurückbringen. Egal ob mit oder ohne uns. Er kann es nicht. Wenn er es versuchen will, dann soll er das tun. Aber er wird bald auch einsehen müssen, dass es ihm nichts bringen wird. Also, Dark, hast du irgendeine Idee, wo sich der Feind aufhalten könnte? Vielleicht am Turm der Götter? Nein, da ist er aufgetaucht, aber danach war er nie mehr dort. Meistens reist er, ihn aufzuspüren wird schwer. Na super, hat irgendwer einen Vorschlag? Ich denke, wir sollten versuchen, ähnlich vorzugehen wie letztes Mal in dieser Welt. Wir sollten versuchen, das Schatzstadt dieser Welt zu erreichen und dort ein Lager errichten. Von dort aus können wir dann mit der Suche beginnen.
Der Plan klang durchaus logisch, weshalb ich ebenfalls sehr dafür war. Auch die anderen schienen kein Problem damit zu haben. Das ist ein sehr guter Anfang. Dann bekommen wir auf jeden Fall schon mal einen Anhaltspunkt. Aber was dann? Wir brauchen zumindest einen Plan, wo wir mit der Suche beginnen. Dark war offensichtlich eher unwohl dabei, seine Idee mit uns zu teilen. Jedoch entschied er sich trotzdem dafür. Also, ich finde, wir sollten Black trotzdem folgen. Auf dem Weg könnten wir diesen Kerl finden und... Es wäre von Vorteil, wenn wir ihn auch wieder auf unsere Seite ziehen können, nicht? Es fiel bereits schnell auf, dass das Gengar ein wirklich sehr anderes Verhaltensmuster an den Tag legte als sein Freund. Und er hatte ja irgendwo auch recht mit seiner Idee. Also, ich denke, wenn niemand etwas dagegen hat, dann können wir das machen. Ich meine, irgendwo müssen wir ja eh suchen. Hast du eine Idee, wo er hingegangen ist? Ich denke schon. Wenn er wirklich zu den Wächtern will, wird er zuerst zu Yveltal gereist sein, an die Küste. Ich denke auch, dass es durchaus möglich ist, dass sich dieser Günther, wie er ihn nennt, da befindet. Die Küste ist weitläufig und von dort erreicht man viele Orte. Dann wäre das, denke ich, abgemacht, oder? Die nächsten Stunden verbrachten wir mit der Reise durch diese Welt. Es fällt mir wirklich schwer, sie nach diesen wahrlich schönen Anblicken noch als dunkle Welt zu bezeichnen. Von daher werde ich sie ab sofort geheilte Welt nennen. Auf dem Weg versuchte ich, unseren neuesten Begleiter etwas besser kennenzulernen. Die meisten anderen schienen auch sehr daran interessiert, was er uns über die Welt erzählen konnte. Nur Eevee und Spark schienen wenig interessiert oder fanden andere Dinge zumindest interessanter. Aber trotzdem erzählte Dark uns einiges über die Welt. Also wenn ich das richtig verstanden habe, kanntet ihr so ziemlich alle die ursprüngliche dunkle Welt. Für ihre Bewohner war sie ein Traum. Die Dunkelheit liegt Pokémon wie uns im Blut. Die Wächter herrschten gerecht über uns. Aber nach Darkreis Ende zogen Yveltal und Giratina sich zurück und wir hatten keinen Herrscher mehr. Keines der Pokémon hier wusste, wie wir das Ganze handeln sollten. Es gab niemanden, der würdig wäre, eine derartige Position zu übernehmen. Und zu einem Überfluss kehrte ohne die dunkle Präsenz eines unserer Herrscher bald das Licht zurück. Natur begann sich auszubreiten. Für euch mag es schön sein, aber für uns ist es schrecklich. Und dann müssen wir auch noch diesen Kerl aufhalten. Er droht uns mit dem Ende der dunklen Welt. Auch wenn es vielleicht nicht gemeint war, wie ihr es dachtet. Wenn wir nicht tun, was er sagt, dann bringt er uns ewigen Tag. Die Finsternis wird vollständig weichen. Und alle Bewohner dieser Welt brauchen die Dunkelheit. Ich und Black haben uns deshalb an euch gewandt. Damit das Licht diese Welt nicht überschwemmt. Noch fühle ich die Schönheit der Zerstörung, noch ist das Licht nicht zu weit fortgeschritten. Ähnlich wie bei unserer Ankunft war keiner von uns auf diesen Beitrag von Shinux vorbereitet. Dieses Mal sahen wir jedoch auch seinen seltsamen, leeren Ausdruck. Shinux, ist alles in Ordnung mit dir? Im nächsten Moment wirkte er wieder völlig normal. Natürlich, warum sollte es das nicht sein? Offenbar war ich nicht die Einzige, die sich im Sorgen wegen Shinux merkwürdigen Verhalten machte. Du bekommst diese Dinge, die du sagst, schon gar nicht mehr selber mit, oder? Was für Dinge? Bulby sah vielsagend zu mir. Ich glaube, wir sollten besser nicht zu lange in dieser Welt bleiben. Shinux wird irgendwie von ihr beeinflusst. Weil wir ja noch nicht genügend Probleme hatten. Hoffentlich lief es zumindest bei Hydropie und Olaf besser.